Guten Tag, Gordon Pankalle, mein Name, Rechtsamt aus Köln. Ich habe sehr viele E-Mails bekommen. Vielen Dank für die tolle Unterstützung und den Zuspruch, den ich bekommen habe. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Es ist leider nicht möglich, alle E-Mails zu beantworten. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber es ist so viel, dass ich das nicht machen kann. Deswegen wollte ich einige Fragen, die immer wieder kommen, einfach mal mit einem Video versuchen zu erklären. Ich habe das mit dem letzten Video auch schon versucht. Wie das Gesetzgebungsverfahren abläuft und dass man dann abwarten muss, dass die Gesetze erst hier in Kraft treten. Deswegen hatte ich empfohlen, die Medien weiter zu verfolgen. Und erst wenn ein solches Impfpflichtgesetz durch ist, ja, dann können wir dagegen klagen, dann können Eilanträge gemacht werden, dann kann auch eine Verfassungsbeschwerde gemacht werden. Was aber immer wieder gefragt wird, ist die Möglichkeit einer Sammelklage. Und um das nicht hier hundertfach per E-Mail beantworten zu müssen, mache ich jetzt dieses Video zur Sammelklage. Was ist denn eine Sammelklage? Das deutsche Recht kennt keine Sammelklage. Es gibt keine Sammelklage. Ich weiß nicht, wo der Begriff herkommt, was da in den Köpfen los ist. Ja, es gibt keine Sammelklage. Ja, es ist auch völlig unnötig, hier eine Sammelklage zu machen. Was neu, ist, wir können uns an diese Dieselgeschichte erinnern. Daraufhin, in USA ist es so, wenn eine Klage, eine Sammelklage gemacht wird, in den USA gibt es Sammelklagen, dann gilt das für alle. Bei uns muss jeder einzeln klagen. Und um dies zu verhindern, sage ich mal, und zu vereinfachen, damit auch Ansprüche nicht verjähren, wurde bei uns die sogenannte Musterfeststellungsklage entworfen. Das heißt, dass alle Leute, die jetzt einen kaputten Diesel haben oder Schadensersatzansprüche, es geht hier um zivilrechtliche Ansprüche, die geltend machen wollen, die können sich einer solchen Musterfeststellungsklage anschließen, beispielsweise gegen ein bestimmtes Dieselmodell. Und wenn Sie dann bei der Klage dabei sind und diesen Diesel haben, dann müssen Sie, dann ist es sozusagen festgestellt für alle Leute, die da mitgemacht haben, sodass nicht jeder einzeln klagen muss. Das ist die Musterfeststellungsklage. Die Sammelklage gibt es im deutschen Recht gar nicht. Es gibt es nicht. Es ist auch hier nicht erforderlich, weil wir reden hier nicht von Zivilrecht, also kriege ich Schadensersatz für meinen Diesel. Wir reden hier von Verfassungsrecht. Das bedeutet, wenn diese Corona-Verordnungen, wenn diese Corona-Gesetze rechtswidrig sein sollten, dann müssen die Gesetze überprüft werden vom Verfassungsgericht. Hier müssen Sie persönlich in Ihren Grundrechten betroffen sein, um klagebefugt zu sein. Das bedeutet, wenn ein Einziger hingeht beim Verfassungsgericht klagt und sagt, er ist der Meinung, dieses Gesetz ist verfassungswidrig, dann wird sich das Verfassungsgericht damit beschäftigen und im Zweifelsfall wird es das Gesetz für rechtswidrig erklären. Dann gilt es nicht mehr. Hierfür ist aber keine Sammelklage oder so etwas erforderlich. Da kann eigentlich jeder betroffene Bürger hingehen und sagen, ich bin in meinen Grundrechten eingeschränkt, verletzt und deswegen klage ich, dass das Gesetz rechtswidrig ist. Dann wird das Gesetz außer Kraft gesetzt. So funktioniert es. Also, bitte vergesst den Begriff Sammelklage. Bitte keine E-Mails mehr zum Thema Sammelklage. Ja, bitte daran denken. Das eine ist Zivilrecht, da geht es um Schadensersatzansprüche. Da gibt es die Musterfeststellungsklage und hier ist das Verfassungsgericht für Gesetze zuständig, die gegebenenfalls gegen unsere Verfassung, gegen unsere Grundrechte verstoßen. Das ist der Unterschied. Also bitte keine Sammelklagen. Danke.